Trotz einer dreifachen Impfung infizieren sich aktuell immer mehr Menschen mit Corona. Warum die Impfung auch gegen das mutierte Virus schützt, verrät Infektiologe Christoph Spinner im Interview mit Focus Online. Ganz klare Antwort: Ja, die Impfung schützt. Sie schützt zuverlässig vor schwerem Covid-19-Verlauf. Und auch der zweite Booster bietet in den Risikogruppen sicher einen weiteren Vorteil im Sinne der Reduktion der Sterblichkeit. Das heißt, der einzelne Mensch kann sich selbst vor Krankenhausaufnahme, Intensivstation und Tod durch Covid-19 schützen. Aber insgesamt schützen die Impfungen leider deutlich weniger vor Infektionen, als wir uns gewünscht hätten. Am Anfang hatten wir Schutzraten um 90% und mehr gesehen. Heute wissen wir, die Schutzrate dürfte irgendwo um 50% vor Infektion liegen, lässt im Laufe der Zeit allerdings danach neue Varianten reduzieren die Schutzwirkung zusätzlich. Aber auch in diesem Fall bleibt Schutz vor schwerem Covid-19 bestehen. An die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe sollen künftig besser gegen das Coronavirus schützen. Sie sollen im Herbst auf den Markt kommen. Die Hersteller Moderna und BioNTech Pfizer teilten bereits mit, dass ihr angepasster Corona-Impfstoff eine gute Immunantwort gegen die Omikron-Variante hervorgerufen habe. Wie wirksam die Vakzine gegen die aktuell vorherrschende BA5-Variante sind, ist bislang aber noch nicht klar.